Und damit herzlich willkommen zu einem Gameplay von mir nach Ewigkeiten wieder. Ja, Gameplay. Ich habe lange kein Gameplay mehr gemacht. Letzte Game, gut, was heißt lange? Letzte Gameplay war Resident Evil 2, die Demo. Das war aber im Livestream. Ist aber auch relativ egal. Ich muss mal kurz mein Mikrofon ein bisschen weiter hier rüber setzen. Und dann würde ich mal sagen, heute spielen wir das frisch erschienene Dead or Alive 6. Oder Dead or Alive 6, je nachdem, wie man es halt aussprechen möchte. Ich habe es schon mal gestartet gehabt, also ich weiß ungefähr, was mich erwartet. Ich überlege mir gerade, was wir überhaupt machen können. Ich denke mal, ich. So viel werde ich nicht machen, weil das Gameplay möchte ich halt nicht so lange halten, sondern vielleicht maximal 20 Minuten oder so. Je nachdem halt. Ich würde mal sagen, was zeigt man im Gameplay? Ich weiß es nicht. Puh. Was zeigt man im Gameplay? Ich könnte ja die Story für 20 Minuten anspielen oder so, keine Ahnung. Oder so, keine Ahnung. Auf jeden Fall haben wir hier Dead or Alive 6. So. Zur Auswahl steht uns halt Geschichte. Das ist halt quasi der Story-Modus. Dead or Alive Quest. Das ist quasi nur so ein Quest-Modus. Du musst halt quasi, glaube ich, Story-Modus ist selbsterklärend. Geschichte ist selbsterklärend. Brauche ich nicht weiter sagen. Das ist eine Story. Dann haben wir hier den Quest-Modus, nenne ich ihn einfach mal. Man sieht schon, man muss, ich habe schon ein bisschen was gemacht, halt Quests erfüllen, die sind auch schon halt Quests. Aber wir gehen mal drauf auf eine Quest. Und zwar müssen wir hier zum Beispiel, wir sammeln quasi eine Art Credits oder so, nenne ich das mal. Indem wir halt quasi die Quest erfüllen, sozusagen. Also, Beispiel, wenn wir die Quest nur abschließen, ohne die anderen beiden zu beachten, dann kriegen wir quasi diese 400 Credits auf unser Konto gut geschrieben. Wenn wir halt, also wie gesagt, wir müssen halt auch quasi, wenn wir die Quest erfüllen, kriegen wir halt quasi Punkte dafür. So, ich überlege gerade, Kostüm, Muster, Teil 3. Abräumen, Belohnung, schließe alle Missionen. Genau. Und wenn man halt alles macht, ist mal noch eine extra Belohnung. So, jo, Questbuch halt selbst erklären. Du musst halt Quests machen, musst halt quasi das alte normales Match, sage ich jetzt mal. Du kämpfst halt gegen Computer. Da steht auch unser Schwierigkeitsgrad daneben da. Und dann halt musst du halt eben das machen, was da steht. Joa, Questmodus halt selbsterklärend. Gehen wir zurück. Dann gibt es halt Kampf. Es gibt vier Arten, wie man halt kämpfen kann. Man kann halt quasi. Also Gegner ist ganz normal. 1 gegen 1. Gehen wir mal rauf mal. 1 gegen 1. Ein Spieler, zwei Spieler, je nachdem, wie viel man halt. Mal kurz gucken, ob ich hier einen zweiten Spieler reinholen kann. Na, ich müsste zwei Benutzer. Ich müsste zwei Benutzer reinhaben, aber es ist nicht so wichtig. Ist nicht so wichtig. Gehst halt, es ist halt das Übliche halt. Machen wir einfach mal ganz grob. Bla 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 bla. Ich mache mal ein bisschen niedriger hierfür. Für den Test mache ich einfach mal jetzt niedriger. Und ich würde mal sagen, ich nehme mal einen meiner Lieblingscharaktere, nämlich Ayane. Was war das? Also das sind hier. Man kann übrigens auch hier Kostüme, irgendwie Kostümtechnik irgendwas erstellen oder irgendwas, keine Ahnung. So, gegen Random. Irgendwie das hier. Und Arias auch Random. Zum Gameplay gehört natürlich auch, dass mal irgendwas zeigt. Ich zeige einfach mal. Wie das heute frisch erschienen, das Spiel. Ich hab's ja natürlich auch vorbestellt gehabt, weil
Dead or Alive muss für mich einfach sein, weil ich riesen Dead or Alive-Fan spiele. Dead or Alive, glaube ich, seit dem zweiten Teil. Doch, ja, doch, doch, seit dem zweiten Teil spiele ich Dead or Alive. Also, ich... ist das der Zack? Die sehen alle ein bisschen unterschiedlich aus. Da ist der Zack. Ja, dann halt hier das Übliche halt. Ist halt, wie gesagt, ist halt ein Beat'em'up. Ist glaube ich auch das einzige Beat'em'up, wo ich mit dem Analogstick, sage ich jetzt mal, gut umgehen kann. Wo das Steuerkreuz dann relativ uninteressant für mich ist, weil... Aber gerade bei so Controllern halt, wo man quasi... beziehungsweise seit der PlayStation 2, 3... Also ich benutze ja sehr viel Analogstick seit PlayStation 2. So an sich. Das ist für mich halt immer noch, wenn ich ein Beat'em'up spiele, bei meisten Beat'em'ups muss ich halt mit Steuerkreuz spielen, weil sonst funktioniert das nicht. Also sonst bin ich halt relativ schlecht. Aber wie gesagt. Weil ich kann einfach an sich kann ich besser mit dem Analogstick umgehen. Jetzt kann man das wieder so auslegen, wie man das gerne möchte. Ist egal. Ist aber jetzt nicht so wichtig, wie ich sehe der jetzt im Dead or Alive. So, wir haben, wie gesagt, das ist ein normales Versus-Match. Also Gegner ist ein normales Versus-Match. Dann halt quasi der Arcade. Ich glaube, das sind flach bis tot. 5 bis 6, nee, 10 Kämpfe, glaube ich, ineinander, ich weiß es jetzt nicht genau. Du wählst halt quasi den Schwierigkeitsgrad aus und dann kämpfst du halt dich durch einen sogenannten Kurs durch, also quasi. Jeder hat halt so seinen eigenen Gegner, sage ich jetzt mal so in dem Sinne. Also, weil, natürlich, du kriegst natürlich die Gegner an, die auch ein Spiel wählen kannst, also quasi. Die normalen Standardcharaktere halt. Und es geht halt 3 Weg durch bis zum Ende dann. Das ist halt quasi so eine Art Durchhaltemodus oder so ähnlich. Halt quasi reifig durch, bis du halt irgendwann down bist. Gut, du kannst es halt immer wieder weitermachen. Kannst halt immer wieder, wenn du es nicht geschafft hast, kannst du es nochmal machen und so oft versuchen, wie du willst. Ein Zeitangriff ist halt quasi, du musst, wie der Name schon sagt, gegen die Zeit. Du musst in. Ich glaube, du musst. Nee, du hast. Ich glaube. 10 Gegner oder was, irgendwas mit eine bestimmte Anzahl an Gegnern, die musst du so schnell wie möglich besiegen. Genau. Also quasi so schnell wie möglich. Quasi hier um in die Bestzeit zu bekommen. Und dann haben wir halt quasi noch Survival. Survival ist halt ja der Ausdauermodus, wie man so schön sagt. Du spielst so lange, bis du halt verloren hast. Ich weiß jetzt ehrlich gesagt nicht, ob das ist, glaube ich, mit Heilung und so weiter. Ich glaube, oder. Nee, im Survival-Modus ist es halt so: du kämpfst, du kriegst halt einen gewissen Teil nach. Wenn du den Gegner besiegt hast, kriegst du einen gewissen Teil zurück an Energie und darfst dann weitermachen. Und es geht halt dann so lange weiter, bis du halt. Deine Energie auf Null ist. Genau. Und für diejenigen, die halt sich halt nicht so in dem Spiel auskennen, gibt natürlich auch ein Training. Um sich halt reinzufuchsen, das Spiel an sich, gibt es ein Training, es gibt ein freies Training. Dann haben wir schon gesagt, das Freie kannst alles Mögliche machen. Du kannst das Tutorial durchgehen, da wird ja jede Aktion, jede Sache genau erklärt. Eingabetraining, was ist Eingabetraining? Das ist eine gute Frage, das kenne ich nämlich gar nicht. Ich glaube, ich gehe mal kurz einfach mal drauf. Mal random, mal Ayane. Ayane ist wie gesagt einer meiner absoluten Lieblingscharaktere im Spiel. Hat sich irgendwann so etabliert. Okay. Ich verstehe. Genau. Du musst halt quasi, es ist quasi, du hast halt Trainingseinheiten, sage ich jetzt mal. In dem Fall 151 Trainingseinheiten und die musst du halt quasi. Halt durchführen. Special, machen wir mal. Ah, genau.
hinkriegen. Naja, es ist einfach egal. Ich muss mich ein bisschen mehr konzentrieren, um das hinzukriegen. Ist egal, zurück zum Dings. Ich will ein bisschen das Spiel erstmal erklären. Ich denke mal, wir werden danach noch ein bisschen halt. Und halt Kombo-Herausforderung ist halt, du kriegst halt Kombos vorgeschrieben, die werden dir angezeigt und die musst du dann ausführen. Das geht dann halt von leicht bis schwer. Halt Online-Modus. Wie ich sehe, gibt es scheinbar nur einen Ranglistenmodus, also quasi Ranglisten halt. Brauche ich nicht zu erklären, das ist halt, du kämpfst dich halt nach oben, bis du halt irgendwann der Beste bist. Wobei, das wirst du wahrscheinlich nie werden, weil irgendwann, es gibt immer jemand, der besser ist als du. So, das Center ist halt quasi die Datenbank des Spiels oder was weiß ich. Du kannst Garderobe bearbeiten, aller Charaktere, also quasi. Ich zeig euch das mal hier an ein Beispiel von Kasumi. Wählst halt quasi hier aus. Und dann kannst du halt noch in Sachen hier, ich nehme noch hier. Und ja, genau, du kannst dann hier das Zeug dazu kaufen, sag ich mal, mit den Credits, die du im Dingsmodus verdient hast und so weiter. Und dadurch dir halt ein eigenes Outfit zusammenstellen. Welches du dann übrigens dann auch vor dem Kampf immer wählen kannst. Datenbank ist halt quasi meine Information, wie es bis jetzt aussieht. Minus F, ja, ich habe noch nicht viel gespielt. Erhalten Titel 15 von Schlag mich tot, keine Ahnung. 2 Kämpfe, 2 Siege. Muss ich dazu noch was sagen? Nein. Man muss dazu sagen, ich habe ja auch Schwierigkeitsstufe 4 und gerade eben auf 3 gespielt, also von daher. Noch ist die Statistik 100%. Mit Kasumi haben wir Ayana gespielt, hier kannst du halt quasi deine ganze Statistik nachprüfen, halt quasi. Kampftrends, bla bla. Und halt was da, wo du halt am meisten gemacht hast. Würfe, andere, bla bla. Und Kino ist halt quasi da. Warum lese ich einfach, was unten steht? Dann kannst du dir die Wiederholungen ansehen. Weil du kannst nach dem Kampf die Wiederholung auch speichern, beziehungsweise du kannst automatisch speichern lassen, um halt quasi und sie im Nachhinein dir angucken nochmal. Was das im Endeffekt bringt, weiß ich nicht. Das gab es schon öfters mal in solchen Spielen. Also Wiederholungen von irgendwelchen, vielleicht irgendwie, um zu analysieren, was du vielleicht falsch gemacht hast. Musik halt. Halt eben Hintergrundmusik für gewisse Situationen halt auswählen und was weiß ich. Das ist dann halt. Und halt die Bibliothek ist halt quasi. Die Bibliothek halt, selbsterklärend. Charakter-Enzyklopädie. Die Enzyklopädie an sich von Dead or Alive. Und halt irgendwelche Trivias halt quasi. So Nebeninformationen, die du immer so nicht weißt. So. Keine Ahnung, keine Ahnung. Irgendein Fakt, der halt quasi so nicht offensichtlich ist. Guck mal zum Beispiel. Nein, kann man irgendwas erkennen? Na gut, das kostet nichts, kann man gerne mal kaufen. Kann man sich auch das durchlesen, das Gelumpe. Wer sich ein bisschen für die Hintergrundgeschichte und halt quasi die ganze Sache dahinter interessiert, der kann da gerne mal reingucken. So, ja. Ich würde mal sagen, wir schnuppern mal noch mal in die Geschichte rein. Ja, Spielaufzeichnung pausiert, weil ich mache das halt. Das ist halt, das, was da oben steht, die Spielaufzeichnung, bla bla, wurde blockiert. Das gilt halt nur, wenn du halt mit PlayStation direkt streamst oder aufnimmst. Ich mache das da eh mit meinem Elgato-Programm, also ist mir das eh relativ egal. Wie gesagt, wir schnuppern jetzt mal kurz in den Dings rein, in den in die Geschichtsmodus, sage ich jetzt mal. So, wir machen einen Kampf oder so, oder 2 Kämpfe machen wir einfach mal. Je nachdem halt, wie lange das dauert, weiß ich halt nicht.
Und dann gehen wir halt nochmal an den Arcade-Modus durch, um halt ein bisschen Gameplay zu haben, sage ich jetzt mal. Also ich, wie gesagt, bis jetzt haben wir ja nicht viel Gameplay gemacht, sondern ich habe ein bisschen mehr, ich hab eher erklärt, als dass ich gespielt habe, sage ich mal. Also von daher, ich denke mal so, auf eine halbe Stunde werde ich ungefähr kommen bei der Folge, bei dem Gameplay. Alles okay. So, sagen wir fangen an, den haben wir gerade gehabt. Wir haben eine Geheimmission gleich, Wahnsinn. Ich sehe hier gerade was, Wahnsinn. Seitenstrang Prolog. Ja, ich sehe schon. Da ist hier interessant aufgebaut. Wieso wäre das hier die Geheim? Ich glaube, ich habe so das Gefühl, ich bin mir nicht ganz sicher, weil die Modi sind immer anders aufgebaut. Ich glaube, wir haben hier pro Charakter gewisse Handlungsstränge. Ja, wir machen einfach mal Geheimmission. Ist immer noch der Prolog? Ich hoffe, es ist nicht allzu schwer. Ich weiß gar nicht, welche Schwierigkeit eigentlich ist. Aber ich glaube, das wird. In der Geschichte ist das, glaube ich, so: je weiter du fortschreitest in der Story, desto schwieriger wird der Kampf auch. So an sich. Ja, wer ist denn da? Oh. Die habe ich im 5er sehr gerne gespielt. Helena, genau. Helena heißt die eine. Die eine ist Helena. Ich glaube, seit am anderen dabei. Dings hier. Mary Rose, genau. Mary Rose heißt sie. Ist seit einem 5er dabei. Oh, ich darf da immer gegen Helena an. Helena, andere Helene. Ich will mal Helene sagen, aber heißt die Helena. Oder Elena oder was weiß ich. Na, schnapp sie dir. Komm, schnapp sie dir. Bucke. Aua. Aua, du dumme Sau. Um mal ein bisschen auf die Steuerung einzugehen, man hat quasi. Ich habe jetzt hier Steuerungstyp B eingestellt, also quasi die zweite Steuerungstyp. Mit dem kann ich besser umgehen. Da ist quasi Viereck schlagen, ganz normaler Schlag. Dann haben wir noch das Dreieck, das ist dann treten. Kreis ist der Griff. Ich rede jetzt einfach darüber, weil es ist jetzt relativ unwichtig gerade die Story hier. Wollen wir uns nicht genauer zu Gemüte führen. Ich muss ganz ehrlich sagen, die Story ist sehr, sehr simpel gehalten. Die war schon immer sehr simpel in den Spielen, aber hat mich noch nie wirklich interessiert, die Story, muss ich ganz ehrlich sagen. Die war simpel und wird auch immer simpel bleiben. Auf jeden Fall, wie der Kreis ist dann halt eben der Wurf, also quasi den Gegner packen und dann halt werfen, also Wurf halt. Um Wurf zu erklären. Und du kannst halt mit X kannst du blocken. Die Blockentaste sozusagen. Wobei du mit Blocken auch gleichzeitig kontern kannst. Heißt quasi. Ich glaube, die ist die Übersicht ein bisschen besser. Aber ich glaube, ich glaube, so ist der aufgebaut. Du musst hier quasi hier runterwärts gehen und irgendwann kommst du dann hier rüber, dann bist du dann hier, dann bist du dann hier, aber gut, ich glaube, neben unser Kapitel 1 ist oben alles Prolog. Ach, oder ich glaube, also zumindest war es in der 5 war es so, du beginnst mit einem die Story läuft quasi so, du hast einen Charakter, den spielst du komplett durch, mehr oder weniger. Und dann geht es gleich direkt weiter mit Prolog für den nächsten und so weiter und so fort. Oder halt irgendwie halt. Ich kann auch sein, dass ich mich komplett irre in der Hinsicht. Ich muss sagen, ich habe in der 5 den Story-Modus nie durchgespielt. Ich habe da immer nur Random-Kämpfe gemacht. Ich habe nie wirklich Story gemacht. Würde mal sagen, wir gehen einfach mal hier noch. Wir machen die Quest, die Episode nehmen wir einfach mal. Machen wir jetzt noch Kapitel 1 Verdacht. Und dann gehen wir noch eine Runde Arcade machen. Ist halt, wie der Name schon sagt, halt eben Arcade. Und der ist halt eben. Halt. Wie das halt eben von wer sich damit auskennt, kennt so eine Art Arcade-Maschinen von früher. So, also Spielehallen, wo du halt quasi.
wirfst die Münze rein, dann kämpfst du halt drei Weg durch, bist da und sammelst halt Punkte. Und irgendwie hast du es am Ende geschafft und hast dann halt, kriegst dann die Punktzahl, die du halt hast, oder halt eben gehst zwischendurch drauf und hast dann halt eben nur irgendwas halt. Halt. Arcade halt typisch. Typisch Arcade halt. Ich muss ja sagen, ich war nie in irgendeiner Arcade-Halle. Damals, wo es das, die Sache noch... Gut, nee, damals gab es... Hier bei uns, wo ich wüsste jetzt nicht, ich kenne mich jetzt hier nicht aus... Ich weiß es jetzt nicht genau, aber... Ich war auf jeden Fall nie in einer Arcade-Halle drin, weil das ist mir alles... Das ist früher, wo ich noch mehr gezockt habe, da ich gespielt habe, da... Hat mich das Ganze nicht so wirklich interessiert, sage ich jetzt mal. Achso, ist das mal bloß eine. Man schaltet nach und nach gewisse Sachen frei, merke ich. Ich merke es schon lange. Ach komm. Vielleicht haben wir ja Glück und kriegen noch einen Kampf hin. Wie gesagt, ich war nie wirklich in unserer Halle, weil das. Damals, wo ich die Möglichkeit hätte haben können, hatte ich nicht wirklich das Geld dafür gehabt. Und heutzutage habe ich einfach keine Lust und keine Zeit dafür. Deswegen einfach random. Nee, alles eher. Ja. Ah, warte mal, wie. Hitomi, glaube ich, heißt die. Nee, Hitomi nicht. Hitomi war die andere. Das ist. Ich muss sagen, die neueren Charaktere, die sind mir noch nicht ganz so. Drinne. Du bist, glaube ich. Ich weiß nicht auf den Namen, wie hießen die nochmal? Die ist auch seit 5 dabei. Ich komme jetzt nicht auf deinen Namen. Merkt schon, sehr, ist auch sehr viel, sehr, sehr japanisch angehaucht. Ich habe glaube ich auch von, warte mal, muss ich mal gucken. Das ist von Team Ninja, Kurai Tecmo. Ich glaube, ja, das ist eine japanische Firma. Sag mal, Leute, gib mir doch mal einen Kampf. Aber wisst ihr was? Ja, wie gesagt, das ist so. Das ist halt relativ. Naja. Also, ich glaube, den Story-Modus könnten. Die Geschichte-Modus. Die Story-Modus kann man, glaube ich, nicht machen, wenn man über PlayStation steht. Ist auch nicht so wichtig. Wir machen einfach noch ein bisschen. Okay, wir wollen ja ein bisschen kämpfen. Ja. Und für die Aufnahme machen wir einfach mal random Anfänger. Dass wir hier relativ fix durchkommen. Und zwar, ich könnte ja eigentlich. Du bist neu. Nico ist neu. Also, Nico, der Charakter. Vorher nochmal nachfragen. Nico ist auf jeden Fall neu. Hayate. Hi-Fi. Nico, ich überlege gerade, wo ist sie jetzt hier? Hier. Honoka, genau. Honoka hieße. Ich muss den Namen erst wieder reinkriegen. Das ist halt relativ. Wie gesagt, ist auch eine ganze, ganze Weile her, als ich das letzte Mal. Ruhe. Als ich das letzte Mal Dead or Alive an sich gespielt habe. Ich nehme einfach mal La Mariposa. Ist. Finde ich interessant, dass die wieder in dem Namen ist. Bei dem Vorgänger war sie, glaube ich, unter dem Namen Lisa dabei. Wenn mich jetzt nicht alles täuscht. Doch ja, Lisa. Ich gucke gerade nochmal drüber, ob ich sie irgendwo. Er sichte, aber ich glaube eher, man wird sie eher durch Kostüm freischalten, sage ich mal. Wir haben hier ohne Maske dann halt. Ja, ich glaube, so funktioniert das halt quasi. Naja, gut. Ich will mir nehmen einfach mal Stamm. Okay. Jetzt habe ich noch nichts weiter frei. Wir kämpfen einfach noch. Wir wollen. Also wir noch ein bisschen. Wir haben noch 5 Minuten. Da war so. Guck mal. Das ist auch der Grund, warum ich auf leicht mache, damit ich relativ fix zack, 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 zack durchgehen kann. Wenn ihr wollt, dass ich das vielleicht nochmal mache, also nur den Arcade-Modus nochmal spiele, auf eine höhere Schwierigkeit, können wir ja gerne. Kann ich ja gerne mal irgendwann machen, aber man muss halt
die Zeit haben und die Lust haben, Leute. Und wie gesagt, das letzte Mal, deswegen bin ich bin im Charakter nicht mehr so drin, weil ich halt wieder das letzte Mal, ist glaube ich schon ein halbes Jahr her, das letzte Mal Dead or Alive gespielt hat. Weil Dead or Alive 5 kam vor 2 Jahren raus? 2,5 Jahren, irgend sowas? Ja, ich. Also es ist schon eine ganze Weile her. Muss ich ganz ehrlich sagen. Deswegen an sich auch. Ich muss erst wieder reinkommen. Winner! Was gibt's noch Schönes? Ich krieg ja immer Benachrichtigungen, wenn gewisse Leute was posten. Lexi hat gerade gepostet. Meine Lexi, wer kennt mich eigentlich? Die mich länger verfolgen, die wissen ja, wen ich meine. Aua! Ich muss ganz ehrlich sagen, ich war schon mal besser. Hoho. Muss aber auch dazu sagen, Dead or Alive ist das Beat'em-up, was ich am besten kann. Also, und ehrlich, es ist jetzt nicht Bestleistung an sich, was es so an sich gibt, so draußen in der Welt, sag ich jetzt mal, aber meine Leistung an sich ist bei Dead or Alive besser als bei jedem anderen Beat'em-up. Also quasi Tekken, Street Fighter, wie sie alle heißen, Virtua Fighter, es gibt so viele Tausende da draußen, das ist meine Leistung um Längen schlechter als hier. Und Dead or Alive ist wieder meine Leistung noch am besten. Am Zenit? Kann man so sagen? Keine Ahnung. Sehr, sehr gewagtes Outfit. Uff. K.O. Zack. Ah, das wollte ich jetzt nicht. K.O. Sehr schön. Winner. Next, please. I have no time for games. Come at me with everything you got. Get started then. Ich weiß gar nicht, was ich noch sagen soll. Ich weiß es echt nicht mehr. Ich bin halt soweit, es geht mit allem redetechnisch durch. Ich habe ja alles erklärt. By the way, was ich vielleicht schon nicht erklärt habe, mit den Schultertasten, also quasi Na, was machst du? Blöde Kuh, ich habe ja gesagt. L2 ist das, glaube ich. Ich glaube, ich muss gerade selber mal überlegen. Ich guck mal kurz hier drauf. Genau, mit R2, man sieht es ja gerade, macht man halt quasi Townsman, man provoziert den Gegner. Und halt. Ist das L? Das ist L. Links.
Ah, das ist L. Das ist L, also umgekehrt. Mit L2 provoziert man. Und halt L1 und R2 kombiniert, damit kombiniert man quasi Tritt, Treten und in dem Fall Treten und Schlagen und mit R2 ist halt quasi Griff und Treten kombiniert. Kick. Und halt eben die Special Move ist halt eben noch R1, genau. Und den kannst du halt quasi so kombinieren so nach und nach, bla 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 bla. Aber ich glaube, um dann halt am Ende diesen ganz speziellen Move zu machen nach dem vierten Special, sage ich mal, musst du, glaube ich, halt quasi die Leiste voll haben. Ich muss sagen, das ist neu. So, früher hast du halt nie wirklich Special Moves, also hast schon Special Moves gesagt, halt nicht so. Halt nicht so einfach, keine Ahnung. Es war halt. Es hat sich ziemlich verändert, sag ich mal. Weil an die Leiste unter dem Lebensbalken kann ich mich nämlich gar nicht erinnern. Muss ich ganz ehrlich sagen. Bams! Zack. Ah, ich bin schon bei 32 Minuten. Bams! Ich bin aber gerade mal in Stage 5. By the way, es wird übrigens normalerweise, im Normalfall wird es halt immer mit jeder Stage schwerer, sage ich jetzt mal. Aber wird einfach ist halt eben noch einfacher. Also von daher. Es ist jetzt hier in dem Fall relativ langweilig, weil nicht wirklich ein großer Schlagabtausch, sage ich jetzt mal, stattfinden soll. Also das meiste kommt halt eben aus meiner Richtung, bam, 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 fertig, fertig. Halt war einfach und so. Das wird dann halt, das wäre auf höheren Schwierigkeiten gerade ein bisschen mehr vorhanden. Weil der Gegner sich da halt eben auch mehr wehrt. Das macht Sinn, wa? Jetzt rede ich gegen mich selber an. Ich finde es doch herrlich. Aber gut, von mir aus. Und falls ihr das hört, das Klackern ist übrigens meine R1-Taste. Weil ich hier eben zurzeit nur einen Billig-Controller verwende für PlayStation 4. Also keinen originalen PlayStation 4-Controller, sondern halt einen. Ach, wie nenne ich es? Ein Drittparty-Controller, genau so in der Art. Ein Third-Party-Controller oder so. Ich wollte mir ja eigentlich erst diesen Pro-Controller da von. Wie heißt die Firma? Nakon oder so. Nakon, glaube ich, hieß der. Aber als ich gemerkt habe, der kostet über 100 Euro, da dachte ich mir, nee. Komm, 100 Euro für einen Controller. Nein. 100 Euro für einen Controller muss absolut nicht sein. Ich bin sowieso jemand, der nicht so groß auf den Controller achtet. Hauptsache, man kann damit spielen, sag ich jetzt mal. Bei Ego-Shooter musst du halt ein bisschen dann die Empfindlichkeit anpassen, sage ich jetzt mal, falls es halt eben dann doch nicht ganz so passt, sage ich jetzt mal. Und man kann sicher auch noch irgendwelche. Es gibt ja so gewisse, so eine Art Gummis, sagen wir, die du so unter den Analogstick packen kannst, um halt quasi noch. Um das halt noch schwerfälliger zu machen, sage ich mal, wenn ihr versteht, was ich meine.
Zeug gibt es natürlich auch. Also von daher, wenn da irgendwas. Das ist natürlich jetzt. Das wäre jetzt nicht. Also ich, aber ich muss ganz ehrlich sagen, ich habe jetzt keine Probleme da, was Corona angeht. Also ich bin sowieso niemand, der online spielt, viel online spielt, was vor allem was Ego-Shooter angeht. Also da. Da ist das Sache mit dem Aim einfach eher uninteressant. Es wäre natürlich praktischer, aber ich muss ehrlich sagen, Computer. Aua. Wenn du gegen Computer spielst, brauchst du nicht unbedingt so viel Aim, wie wenn du online spielst. Also die Leute, die Ego-Shooter online spielen und so weiter, die wissen, was ich meine. Also, wie gesagt, im Online-Bereich ist Aiming von essentieller Bedeutung, sage ich jetzt mal. Gegen, also wenn du Call of Duty als Story spielst, so ähnlich. Da muss halt bloß die, je nach Schwierigkeitsstufe brauchst halt, wenn du halt auf Anfänger so spielst, so leicht, dann brauchst du halt eher weniger Aim. Nur wenn du halt richtig hohen Schwierigkeitsgraden spielst, da brauchst du dann vielleicht schon ein bisschen eher Aim, dass du relativ fix zack, 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 zielen kannst und schießen kannst oder Quickscope oder was es da alles gibt. Wenn du zum Beispiel Scharfschütze spielst oder so ähnlich. Ah ja, Hayabusa sieht aber komisch aus heute. Eigentlich war das ja immer so ein Ninja, der Hayabusa, aber der hat, glaube ich, keine Maske. Zumindest in dem Outfit hat er keine Maske. Arcade-Kurs abgeschlossen, das ist sehr schön. Also muss ich dazu noch was sagen? Was denn hier? Mit Voice Match auf Assistent zugreifen. Nein, was soll das hier? Handy? Lass mich, lass das. Nein, danke. Ich möchte nicht mit Voice. Ich steuere mein Handy nicht per Voice. I hear voices in my head. Man verdient auch Punkte damit, das ist gut. Ich sehe gerade, man kann übrigens auch die Charaktere stufen. Finde ich interessant. Das kannte ich nämlich noch nicht. Das gab es in den Vorgängern auch nicht. Ganz wahrscheinlich jetzt seit dem 6er auch die Charaktere leveln scheinbar. Ich merke, man hat sich hier die Mühe gemacht, Dinge einzubauen, um halt wirklich die Leute auch zum Spielen zu bewegen. Finde ich interessant. Mal kurz was gucken. Kämpfe, Tendige, alles wunderbar. Nichts verloren, beste, gut, K.O. Doppel-K.O.s hatte ich noch nicht gehabt. Natürlich, wir wollen eine Runde 20, okay. 8 Kämpfe, also jetzt im Arcade zählt also auf jeden Fall jeder einzeln, okay. Jetzt ist die Statistik relativ gut. Ja, wie gesagt, es war ja auch nicht unbedingt schwer, was ich gerade hatte. Also von daher. Okay, wo kannst du gucken? Da ist er. Das kann man ja nicht nachprüfen. Keine Ahnung. Wie gesagt, ich habe das ja heute auch das erste Mal eingegangen. Ich muss ja selber erst einmal gucken, wie das hier überhaupt läuft. Alles. Ich wollte halt schon mal das Game machen. Um euch ein bisschen von dem Spiel zu zeigen. Naja, auf jeden Fall. Was gucken noch? Ist hier irgendwas dazu da? Ich muss gerade selber mal was drüber gucken. Hier oben bist du, dich habe ich schon mal gespielt. Hier kann man die Steuerung noch einstellen, okay. Alles okay.
alles wunderbar. Hat das Ganze 40 Minuten gedauert. Da hat es halt 40 Minuten gedauert. Weil wenn man E-Sport-Modus gibt, kann man eben in Versus Camp auch einstellen. Ist halt quasi, ich zeig euch das mal. Du sammelst halt keine Erfahrungspunkte mit Kämpfen, kannst keine neuen Titel freischalten, ne? Oder speichern oder so. Irgendwas halt. Also es ist unterm Strich ist der E-Sport-Modus, der macht das Spiel ein bisschen schwerer. Und halt eben aufs E-Sport ausgelegt, sag ich mal. Naja, auf jeden Fall, dann bis zum nächsten Mal.